Hallöchen, meine Burgfräuleins und Burgherren da draußen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play Mountain Blade Warband auf der PlayStation 4. So, letzte Folge haben wir ja ein bisschen, ja, es war komisch, teilweise irgendwie versucht, bei einem Feldzug mitzumachen, aber irgendwie dann wurde es gescheitert und ja, egal. Wir wissen nur eins, wir sollen den Fürsten beschuldigen, der sitzt allerdings in dieser kleinen, wow, man kann aber ganz schön nah ran. Der sitzt allerdings in dieser kleinen Burg hier fest. Und ich wollte da mal ganz dezent hinreiten, um zu gucken, ob die Festung gut bewacht ist oder eher weniger, dass ich mir vielleicht holen kann. So, allerdings müssen wir hier vorsichtig sein. Und ich habe gesehen, es sind ein paar Leute zur Aufwertung bereit. So, wo sind sie denn? Weigier-Fußsoldaten. Natürlich zu Scharmützlern. So, wen haben wir hier noch? Schwadische Miliz. Zu schwadischen Fußsoldaten. So, die Schwaden gehen erst zu den Fußsoldaten und dann zu den Rittern. Das dürfte okay sein. Gut. Wie gesagt, wir gehen hier mal ganz vorsichtig. Wir wissen, hier sind noch genug Gebirgsbanditen, aber die sind uns ja eigentlich relativ schnurz. Denn die Gebirgsbanditen interessieren uns gerade relativ wenig. No, was ist jetzt los? Okay. So. Wie sieht's aus? 180. Wow. Wir haben 83 und die haben 180 Soldaten. Jetzt gucke ich allerdings gerade mal. Was haben die denn so viel? Armbrustschützenveteran. Ah, das ist ganz bitter. Ganz bitter ist das, weil wir das so nicht schaffen werden. Puh. Jetzt gehen wir mal kurz hier hin. Vielleicht wird er irgendwann wieder freigelassen. 169. Die haben auch ganz viele Armbrustschützenveteranen. Das ist schlimm. Ich könnte auch versuchen, die Stadt hier einzunehmen. Angeblich wäre es gar nicht so schwer, hat es gewesen. Aber ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher. Ich meine, ich würde natürlich meinen Männern vertrauen, wenn wir da die Burg angreifen. Ich bin mir allerdings ehrlich gesagt nicht sicher, ob das wirklich hinhaut. Mit 83 Mann? Puh. Weil wenn wir jetzt wirklich auf den Sack kriegen, ist die ganze Armee wieder für den Arsch. Das ist ganz, ganz mies. Und belagern brauchen wir die Burg eigentlich nicht, weil wir können so lange gar nicht belagern, wie die hier haben. Was ist das? Dorfbauern. 180. Ein Speerwerfer. Der Graf Beranz sitzt da drin fest. Ja, es ist nun mal blöd gelaufen, würde ich sagen. Wir gehen jetzt mal hier runter, wir gucken mal, wer hier so ist. Weil hier sind bestimmt irgendwie... Oh, da sind wieder Soldaten bereit. Hier sind bestimmt noch ein paar von unseren Männern irgendwo unterwegs. Vielleicht können wir uns denen ein bisschen anschließen. Weigier Scharmützler. Es ist gut, wenn die allesamt mal langsam aufsteigen, weil dann sparen wir uns eine Menge Zeit. Festmahl in Sargon. Ja klar, als ob ich jetzt bis da hochreiten würde, nur wegen blöden Festmahl. Vergiss es. Gebirgsbanditen. Es würde mich ja auch interessieren, wie gut die Stadt bewacht ist. Ah ja. Der hat auch einen 83er. Das ist Graf Garmal. Er ist in die Stadt geritten. Und die Stadt hat jetzt wie viel? Boah, 325. Respekt. Muss ich zugeben. So, wir gucken mal hier oben die Burg an. Ich schaue mir jetzt einfach mal so ein bisschen denen ihre Verteidigung an und guck mal, ob da irgendwo so eine schwächere Burg ist. Ich meine, die Burgen sind allgemein immer stark bewacht. Aber irgendwann muss man ja mal. 147. Ist auch nicht gerade weniger... Also die schwächste Burg wäre Burg Kulmar. Ja. Ich habe schon mal in vielen kleineren quasi Einzelspielergefechten, man kann ja so benutzerdifferenzierte Gefechte machen, habe ich schon ein paar Mal versucht, so Burgen einzunehmen. Und das ist gar nicht so easy, wie man sich das vorstellt teilweise. Ich würde es gerne probieren.
Das ist allerdings so eine Sache, weil die schießen einen tot da an den Mauern. Wir gehen erstmal zurück nach Uxal. Wenn ich mal so eine 100er Armee habe, dann können wir das probieren. Aber so wird das, glaube ich, nichts. Heilande, nee, was ist denn das für ein Text, der die ganze Zeit auftaucht? Ich sehe schon gar nichts mehr vor lauter Text. Um so eine Burg zu belagern, bräuchten wir wirklich ein komplettes Arsenal an Essen, eigentlich. Übelriechend. Lieber weg damit. Der Räucherfisch wird aber anscheinend auch nicht schlecht. Das ist gut zu wissen. Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir holen uns jetzt ein Brathähnchen. Noch ein Brot, noch ein Brot, noch ein Brot. Noch ein Brot. Und noch ein paar Trauben. So, wir holen uns jetzt ziemlich viel Essen. Ich glaube zwar nicht, dass es reichen wird, aber vielleicht reicht es, um ein paar Tage lang die Burg zu belagern. Das wäre zumindest mal ein Vorteil. Wir gucken mal. Ach so, ich habe wieder nicht auf weiter... Oh Mann. So. Hier unten ist nämlich auch immer noch Burg Grunwalder, ne? Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Die würde mich auch mal interessieren. Vor allem, das Dorf hier ist gerade geplündert worden. Das heißt, die könnten die... Oh. Wo wollen die Herrschaften denn hin? Graf Delinat. Haben Frieden geschlossen. Oh, Vagir. Oh. So, vielleicht hilft's ja. Okay, gut. Wir können uns dem schlecht anschließen im Moment. Ich würde allerdings mal gerne gucken, wo die hinreiten. Die versammeln sich schon wieder. Boah, der König persönlich ist mit dabei. Da muss was Großes im Busch sein. Da reiten wir jetzt einfach mal mit denen. Hä? Jetzt ziehen sie sich wieder zurück? Was ist jetzt los? Ah, toll. Was haben die vor? Holen die sich jetzt die Burg hier oder nicht? Oder was haben sie vor? Das weiß ich eben nicht. Das ist total schwierig zu sagen. Ich meine, das ist der Graf Greyenwald. Ah, nee, Veluca gehört uns ja schon. Wo wollen die hin? Wisst ihr was, wir reisen jetzt dahin. Ah, 196. Boah. Die haben noch mehr Armbrustveteranen. Ich frage mich, was der vorhat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was er vorhat. Das ist merkwürdig. Er reitet da vor und zurück, vor und zurück. Wisst ihr was, wir kaufen uns jetzt noch mehr Essen, weil wir haben ja jetzt schon wieder 2 Tage verbraten hier. Und greifen uns dann einfach mal die Burg. Wir belagern die und dann holen wir uns die. Mensch, ich sehe nichts da unten. Ach da. So, die haben hier bestimmt noch ein bisschen Dörrfleisch und so, was nicht verloren geht. Brathähnchen. Kohl ist auch gut. Trauben. Noch mehr Brot ist auch okay. 30 Tage ist ein Monat, ne? Das ist natürlich schon ein mordsmäßiges. So, das sollte doch jetzt reichen. Denke ich mal. Hoffe ich zumindest. Das heißt, wir gehen jetzt zu Burg Dingskirchen hier oben. Sollt extremst aufpassen, dass uns hier gerade niemand in die Quere kommt. So, die Burg holen wir uns jetzt. Allerdings vorher habe ich noch gesehen, hier gibt noch einen Nordveteran. Das ist sehr, sehr gut. Ein Vaigirscher Mützler, auf jeden Fall zum Bogenschützen. Und Vaigir Bogenschütze zu einem Meisterschützen. So, die Vaigir-Infanterist zu Vaigir-Wache. Wo habe ich denn den Vaigir-Infanteristen her? Hä? Ah, shit. Habe ich den... Ah, scheiße. Wahrscheinlich habe ich den falsch gelevelt. Mist. Das wollte ich eben nicht. Na egal, dann haben wir eben so einen noch dabei. Passiert. So, Scharmützler.
er Maigir zu Scharmützler und die Milizen zu Fußsoldaten. So, wer ist jetzt noch übrig? Niemand. Schwadische Fußsoldaten. So, die holen wir jetzt auch mal ein bisschen höher. So. Perfekt. Gut, das heißt, wir holen uns jetzt die Burg hier. Komme, was da wolle. Wir belagern jetzt die Burg. Errichtet einen Belagerungsturm. Ist natürlich interessant, aber Belagerungsturm? Groß, was kostet das? Ah, Belagerungsturm 48 Stunden dauern wird. 84 Stunden. Weißt du was? Wir bauen einfach mal ein. So, wir beginnen mit dem Bau. So. Mal sehen, ob es das bringt. Ich weiß es nicht genau. Es hat geheißen, wir sollen eigentlich mehr mit den Leitern Dingsen angreifen. Aber ich muss ja mal Erfahrung sammeln. Es würde mich alles einfach nur mal interessieren. Die Gebirgsbanditen hier oben interessieren mich natürlich nicht. Ja, Kraft Elinat. Da, 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 da. Ich lese gerade so ein bisschen die Texte, was hier unten steht. Aha. Toll, du hättest mir ruhig mal helfen können. Da, 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 da. Das sind 2 Tage, sind 48 Stunden. Das heißt, so etwas an die 3,5 Tage dauert es jetzt. Ich hoffe, wir haben genug zu essen. Königreich der Nordmänner hat Königreich Swadien den Krieg erklärt. Oh Gott, das ist nicht gut. Ich mische mich an der Nordfront nicht ein, so viel steht fest. Okay, die Nahrungsvorräte der Burg sollten noch für 27. Der Belagerungsturm ist fertig und bereit zum Angriff. Sehr schön. Ergebt euch. Aha. Okay, wir warten bis morgen, oder? Wir warten noch mal bis morgen. Kann ich eigentlich? Wir warten noch mal einen Tag. Mich würde allerdings eins interessieren. Kann ich jetzt meine Soldaten aufleveln oder geht das jetzt nicht? Ah ja, okay, gut. Geht gerade nicht. Hätte mich auch gewundert. Okay, wir warten noch mal bis morgen. Wir haben ja noch Zeit. So ist es ja nicht. Oh, das ist mein schönes... Dafür nehme ich eure Burg, aber sowas von. Das ist nicht fair. Oh oh. Ich verlange ein Treffen mit dem Kommandanten. Ergebt euch. Ach, scheiße. Die haben noch genug zu essen, ne? Das ist das Problem. Sollen wir sie jetzt schon angreifen oder nicht? Wir warten lieber nochmal bis morgen. Ich würde gerne meine Leute aufbessern. Das Problem ist so, es geht leider gerade nicht anscheinend. Ich kann meine Leute nicht aufbessern, solange ich hier belagere. Wir kriegen zwar die ganze Zeit Erfahrung und es sind auch ständig Leute bereit zum Aufleveln, aber ich kann es nicht. Das ist das Problem. Reicht noch für 25 Tage. Komm schon. Der will einfach nicht hören. Okay, wir warten bis morgen. So wie die Burg liegt quasi, denke ich eh, dass das Gebiet außen um die Burg herum ziemlich bescheiden sein dürfte. Puh, zum Glück helfen uns gerade ein bisschen. Okay. Okay, verlangt ein Treffen mit dem Kommandanten. Nö, der will einfach nicht. Sollen wir es riskieren oder nicht?
Ich weiß nicht, wie viel Essen wir noch haben. Das ist das Problem. So schwierig gerade die Frage, ne? Ja, okay, gut. Wir haben sie jetzt, ich glaube, wir dürften sie allerdings noch so ein bisschen runtergehungert haben, oder? 23 Tage. Ich weiß nicht, wie viele Soldaten die noch haben. Ich musste mal gucken, ob ich das nachsehen kann. Ich kann keinen Cursor hier machen. Nee, echt jetzt? Ihr habt jetzt nicht wirklich Frieden geschlossen, oder? Ja. Minus? Warum der Minus? Achso, Reduna. Ja, toll. Zubi. Echt klasse. Ah. Da wollte ich eine Burg belagern, jetzt schließen die Friesen. Toll. Super. Das ist wieder so geil. Immer dann, wenn es gerade nicht passt. Oh, fuck. Ja, okay, wenigstens können wir jetzt unsere Männer hier in aller Ruhe aufleveln. Das ist so zum Kotzen. Schwadische Fußsoldaten zu Waffenknechten wollten wir die machen. So, Weigier-Fußsoldaten. Weigier-Scharmützler. Ach so, ja, okay, klar. Gut, dann haben wir zumindest mal hier so die ganzen Standardtruppen jetzt mal aufgewertet. Ist zumindest schon mal etwas. Ah, Mann, wie viel Essen haben wir denn noch? Guck mal, wir hätten eigentlich sogar noch genug Essen gehabt. Gut, das hier oben ist ein bisschen faul geworden. Aber guck mal, wir hätten noch genug Brot gehabt für eine ganze Zeit lang. Wir hätten die noch ewig belagern können. So ein Mist. Und weil ich jetzt so sauer bin, schnappen wir uns da die Gebirgsbanditen. Kommt her! So ein Mist aber auch. Das ist echt widerlich. Okay. So. Kavallerie. Mir nach. Infanterie. Ah, Infanterie. Oh, komm, geht mal ein bisschen schneller in Reihe und Glied. Ein bisschen weiter nach vorne. So. Lass die ruhig da durch den Dings durchkommen. Das ist gar kein Problem. Alter. Hör mal auf, mit Pfeilen nach mir zu schießen. Ah, shit, die kommen seitlich durch. Nein. Das darf nicht passieren. Verdammt. Oh Gott. Okay, die dürfen natürlich nicht seitlich durchkommen. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Hey! Klappt das da hinten noch? Ich kann es gerade nicht sehen. Das ist nämlich das Schlimme. Stirb! Okay, gut. So weit. Ah, der lebt ja noch. Wieso sagt denn da keiner was? Okay. Infanterie, ihr könnt mal angreifen. Kavallerie kann auch angreifen. Dann dürften wir die eigentlich ausgerottet haben soweit. Gut, den haben sie erwischt. Ach, die hängen alle hier unten drin, oder was? Ah, gut, das sind nur noch ein paar. Da brauche ich nicht mal mehr mein Schwert zu zücken eigentlich. Der Graben hier war unser Vorteil, dass die da jetzt nicht alle, aber dass die hier seitlich durchgekommen sind, das war mies. Ich hätte die noch ein bisschen weiter rüber. Oh nein, Bayersturm verwundet. Gebirgsbanditen, naja. Nordveteran, ein Nordruskal, perfekt. Schwadische Waffenknechte, ein schwadischer Ritter mehr.
So, sonst noch jemand? Nein. Okay. Ui, was kriegen wir denn da jetzt alles? Okay, nö, nö. Puh. Boah, was ist denn das alles für Zeug? Puh. Ja. Gibt alles Geld. Muss man auch positiv sehen. Einige Soldaten sind bereit zur Aufwertung. Ja, wer denn? Ach da, Nordkrieger. Ja. Habe ich gar nicht bemerkt. Okay. Gut, das heißt, wir sind jetzt mit dem wieder in Frieden, was total scheiße ist. Ach, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich gerade wirklich. Wie geht's eigentlich unserem Dorf? Muss ich gerade mal gucken. Geplündert, deswegen. Halma gehört dem Rodok-Königreich. Das ist interessant. Das gehörte vorher eigentlich noch denen hier. Boah, guck mal, was die für... Die erobern hier irgendwo mittendrin Sachen. Das ist ganz komisch. Wow. Also, das Kräfteverhältnis ist hier total durcheinander. Das ist wirklich der Wahnsinn. Guck mal, Rodok hat überall was. Die haben Burg Schlesk. Die haben hier oben bei denen haben sie eine Burg erobert. Hier unten noch eine Burg. Halma gehört ihnen. Und halt noch hier unten so die Ecke. Dafür haben wir Veluka bei denen eingenommen. Sogar hier oben haben sie was erobert. Das ist... Ich weiß gar nicht so genau... Ja gut, die haben sich das wieder geholt. Das ist alles so eine Sache. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie das Ganze hier dann ausgeht. Ich hoffe nur, dass meine eigene Position natürlich nicht gefährdet ist. Wie immer. Mehr kann ich dazu auch nicht machen. Oh Mann. Ich will jetzt auch keinen Krieg gegen die Nordmänner führen. Die haben es eh schon schwer. Ich sehe nichts. Zu viele Nachrichten. Danke. So. Waffenhändler. Okay, du kriegst mal das und das und das und das. Das, 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 das. So. Ein bisschen was kriegen sie ja. So, wir haben eigentlich noch genug zu essen. Ja, es reicht für eine Zeit. Das kann man weg, das kann man weg. Momentchen mal. Wir haben ja jetzt eigentlich nur Brot. Am besten ist, ich kaufe den trotzdem mal einen Käse oder so. Einfach nur mal so, weil es halt da ist. So. Okay. Das sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Ja. Gut. Ja, jetzt bleibt die Frage, was tun wir jetzt? Ich will nicht unbedingt Kampf gegen die da oben führen. Ich lese jetzt erstmal nach, mit wem wir da überhaupt jetzt alles im Krieg sind und nicht. So. Königreich Schwadien. Waffenstillstand mit Rodok. Und im Krieg... Okay. Hä, Momentchen mal. Lese ich da gerade richtig? Königreich Swadien ist im Krieg mit Königreich der Nordmänner. Die Königreich der Nordmänner. Aha. Haben den Krieg zur Machtminderung des anderen Reiches erklärt. Königreich Swadien ist bei den Kampfhandlungen am schlechtesten weggekommen. Oha. Keine Chance gegen die Nordmänner? Hehehe. Tja, das Problem ist nur, wir können jetzt nicht viel machen. Ich will nicht unbedingt Krieg gegen die da oben führen. Das ist ganz schlecht. Deswegen jagen wir jetzt noch ein paar Waldbanditen. Ich weiß, es ist nicht gerade die spannendste Aufgabe der Welt, aber es ist eine Aufgabe. Außerdem können wir auch so ein bisschen leveln. Einige Soldaten sind bereit zur Aufwertung. Halt, die kriegen wir jetzt sowieso gleich. Wer ist bereit? Ah, oh, sogar ein paar. Ich weiß, das kostet alles Unmengen an Geld, aber das ist es mir wert. Schwadischer Waffenknecht, perfekt. Und Weigierbogenschütze zum Meisterschütze. Okay, damit steigt unsere Armee langsam wieder ein bisschen auf. So, die schnappen wir uns. Oh, schönes Feld, perfekt. Das mag ich. So. Alt. Oh. Mein Pferd reitet wieder von alleine. So. Okay. Infanterie. Diesmal ein Tickchen weiter in D.
die Richtung. So. So. Kavallerie? Hier rüber. So, und jetzt muss ich mir das Ganze erstmal angucken. Ich komme jetzt von da drüben. Ich muss aber hinter meinen Männern stehen, das weiß ich. Alter, wie kann denn das sein, dass ich... Ich krieg schon wieder Schüsse ab, obwohl ich noch nichts gemacht habe. Wieso liegen da überhaupt schon wieder Pferde rum? Habe ich was verpasst? Wieso liegt hier ein Pferd rum? Was ist denn hier schon wieder passiert? Wieso ist meine Kavallerie, bitteschön? Ah, ich frag lieber nicht. Haltet euch schön weit drüben, okay? So. Ich denke mal, von jetzt an könnten sie angreifen, oder? Ja. Ja, ja. Das geht. Gut. Die sind soweit okay. Wir kümmern uns um die da drüben. Allerdings möchte ich auch mal wieder ein bisschen Bogen schießen. Autsch. Oh, den habe ich sogar getroffen. Ich habe schon lange nicht mehr vom, vom Pferd aus mit Bogen geschossen. Ich weiß auch warum. Weil ich da nämlich nicht besonders gut drin bin. Ja. Ich sollte das lieber zu Fuß machen. Hey! Na komm, den einen da, den holt ihr euch jetzt, oder? Yes! Habt ihr den Schuss gesehen? Ach, da hinten sind noch mehr. Okay. Infanterie. Angreif. Die Parder, die werden jetzt aufgerieben und fertig. Die Waffenknechte hauen sowas von rein, ey. Das ist ja nicht untertrieben. Der Sklaventreiber. Dass der immer noch dabei ist, das wundert mich so. Lass mir... Mann, den wollte ich. Lass mir den da... Ah, Mann. Ja, okay. Schönes Feld für so einen Kampf. Das gefällt mir. Aber die schwadischen Ritter, die hauen wirklich ganz schön rein. Muss ich schon sagen. Wir haben 3 verwundete Waldbanditen. Ha. Weißt du was? Den nehmen wir mal mit. Oh je. Haben wir da irgendwas Interessantes? Sagen wir es mal so. Das ist aber wahrscheinlich eh wieder nur Plunder, ne? Ja, alles Plunder. Okay, wenn es alles nur Plunder ist, dann ist es egal. Dann nehmen wir es trotzdem. Burg Jelbegi. Ja, leider gehört es uns schon. Und die machen ganz schön Stress hier oben, weil hier oben ist nämlich... Ja, die Kacke am Dampfen, könnte man sagen. Wir gehen mal nach Braven. Oh, der König persönlich ist gerade da. Oh, ein Turnier. Jetzt bin ich allerdings mal ein bisschen neugierig. Jetzt gerade hier ein Turnier ist. Der König ist auch da. Puh, wir könnten ein bisschen Eindruck hinterlassen. Nicht viel, aber ein bisschen. So. Wir tun erstmal den ganzen Kram weg. 18, 18. Bräuchte mal einen Bogen, der mal ein bisschen mehr Schaden macht als das, was ich habe. Obwohl der Langbogen eigentlich ziemlich cool ist. Muss ich schon zugeben. So, okay. Wir haben noch Käse, ist okay. Haben wir noch irgendwie so ein bisschen Dörrfleisch oder so? Nur, dass wir unsere Leute halt... Ein Räucherfisch. Ja, okay. So, wir gehen mal kurz zur Burg und gehen zum Festmahl. Ja, hier sind nicht besonders viele, weil die gerade alle noch im Krieg sind. Aber wir werden mal kurz mit denen sprechen. Hallo? Von 0 zu 1. Sehr schön. Graf Harrington. Graf Raffarsch oder Graf Harrington? Also ich würde eigentlich... ich würde eigentlich ihn hier. Ah, okay.
So, die wählen also einen neuen Marschall. Das ist ganz schlecht, weil der Graf Delinat ja eigentlich unser Best Buddy ist. Das heißt, wenn der Marschall ist, ist alles gut. Verzeihung. Puh. Okay, die quatschen jetzt alle darüber, dass das ist Fürst Castro von Veluca. Ach, sieh an. Ich rede mal kurz mit unserem König. Mal sehen, was der so dazu zu sagen hat. Hallo König Harlaus. Von 5 zu 7. Yes, also die Beziehung zu dem geht's immer noch besser. Ich will nicht, dass Graf Harrington ist. Warum? Weil Graf Harrington ist der Vater von Graf Berantz. Das ist nämlich das Blöde. Genau, ich unterstütze ihn einfach. Nein. So, okay, gut. Also mehr kann ich im Moment gerade gar nicht eh mit dem sagen. Habt ihr Aufgabe? Moment. Was? Königreich der Nordmänner? Nee. Habe ich gerade gelesen, ich sollte einen gefangen nehmen vom Königreich der Nordmänner. Das können sie allerdings vergessen. So. Weil in der Folge jetzt noch nicht so viel passiert ist, machen wir jetzt noch das letzte Turnier. Das heißt, die Folge wird ein bisschen länger, aber ist ja egal. Mehr Zeug zum Gucken für euch. Und ich muss mich danach ein bisschen ausruhen. Ich schaff's heute nicht weiter aufzunehmen. So. Platziert eine Wette. Natürlich. So sei es. So. Gut. Wer nimmt denn eigentlich teil? Ach, der König sogar höchstpersönlich. Sehr schön. Ah, blöder Dranton ist auch wieder dabei. Gut, wir kämpfen. Ah ja, zu den Lanzen wurde mir was gesagt. Und zwar soll ich nicht stechen mit den Lanzen, sondern würden die automatisch zielen. Jetzt verstehe ich ja, was es damit in den Optionsdingsen mit sich auf sich hat. Das heißt, wir probieren das jetzt mal aus. Das heißt, wir zielen jetzt grob in die Richtung. Und... oh ja, funktioniert. Funktioniert sogar gut. Das erklärt mir vielleicht ein bisschen besser beim Lanzenstechen. So, schön Speed aufbauen und dann einfach reinstechen, nicht wahr? Wow! Okay. Respekt. Muss ich zugeben, hat ein bisschen mehr Sinn gemacht. Nur im Notfall soll ich damit zustechen als gießen. Aber wir machen natürlich schön hier einen auf Distanz. Und dann stechen wir zu. Wow. Stangenwaffe. Nicht schlecht. Ich muss schon zugeben, das hat was. So, klappt das jetzt auch nochmal bei denen da? Oh ja. Wahnsinn. Also einfach nur drauf zureiten. Wenn man automatisches Lanzenanlegen hat, dann kann man das machen. So, und jetzt holen wir uns ihn. Schön zielen, ja. Wow, geil. Das funktioniert saugut. Vielen lieben Dank für den Tipp. Wo sind die denn jetzt? Hallo? Ach, da. Ich muss erst mal grad gucken, wo die sind. So, schön zielen. Ah, verdammt. Okay. Genau nochmal. Warte, jetzt probieren wir mal. Ach, das ist der Dranton. Oder? Bist du der Dranton oder bist du der Dranton? Das ist der Dranton. Da habe ich ja richtig Glück, dass der im Moment für mich kämpft. So. Zack und weg. Das funktioniert echt gut. Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht. Okay, natürlich wieder eine Wette. Und wir kämpfen weiter in der nächsten Runde. Okay, wieder nur Lanzen. Das ist ein bisschen blöd. Geh weg. So. Die zwei sind natürlich jetzt wieder gegen mich. War ja klar. So, wir zielen. Guter Treffer. Ah! Hi, Landone. Das habe ich echt total jetzt vergessen. So, schön zielen. Der ist weg. Ah! Hör auf, mich zu pieksen. Hilf mir mal. Oh nein. Komm schon. Ja genau, kümmere dich um den. Ich kümmere mich um den, wenn ich die Kurve kriege. Nein, natürlich nicht.
reit mir jetzt nicht dazwischen. Oh, verdammt. Man muss trotzdem ein bisschen zielen. So, jetzt hilf mir. Schnapp sie dir. Guter Treffer eigentlich. Der hilft mir nicht. Komm schon. Ich kann nicht die ganze Zeit im Kreis reiten. Komm, bleib an der Wand kleben oder irgend sowas. Mann! Bremst. So, und. Ha! Okay. Sehr gut. So, jetzt müssen wir uns um ihn kümmern. Komm, schön zielen. Ja? Ja? Nein? Nein? Der hat gesessen. Schön beiseite. Boah, der hätte, wenn der mich getroffen hätte, wäre das wahrscheinlich wieder die Hälfte meiner Lebensenergie gewesen. Warte mal auf, mir in der Herze reiten. Los. Ach komm, der war doch voll getroffen. Warum immer mir hinterher reiten? Vergiss es. Aua. Auf. So, und jetzt nochmal. Schön auf dich. Ach, erwischt. So, das ganze Spielchen jetzt noch einmal mit ihm hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, Scheiße, ich habe die Kurve nicht gekriegt. Ah, wow. Da hat ihn echt gut erwischt. Egal, Hauptsache er ist weg. Immer diese Lanzenturniere in Swardien, ey. Boah. Okay, Wette. Natürlich nochmal 100. Drei Mannschaften, je zwei Kämpfer, okay. So, schön mit Schwung. Ja, genau. Rennt erstmal alle hintereinander. Es ist vollkommen egal. Und. Ach, Mist, der hat geblockt. Nein. Nein. So. Jetzt holen wir uns einen von ihnen da. Jetzt weiß ich nur nicht wen. Ihn da. Sehr gut. Block. Ah! Ich hatte sowas schon befürchtet. Okay. Puh. Das war echt knapp. So, den Grünling holen wir uns jetzt. Verdammt! Wo ist er denn? Ey! Hör auf, mir hinterher zu pieksen. So, einen von den beiden brauchen wir jetzt. Ich glaube, das war sein Pferd. Haha! Bei Eschtur wurde von Elite-Schwertkämpfern bewusstlos gelangt. Nein, nicht bei Eschtur! So, den holen wir uns jetzt im Vorbeireiten. Ja, so viel dazu. Ah, verdammte Kacke. Boah, der hat gesessen. Hier wär's mal ein bisschen Hilfe. So, den müssen wir uns jetzt irgendwie holen. Yes, boah, der hat gesessen. Boah, die Lanze ist echt teilweise, also wenn man weiß, wie man damit umzugehen hat, ist das echt Wahnsinn. Vor allem, du musst, also wenn du es auf automatisch hast, musst du damit nichts machen. Du hältst einfach nur in die Richtung und dann ist cool. Ja, spielen wir jetzt Ringe, Ringe, Reise oder was? Ich darf nicht nochmal getroffen werden. So viel steht fest. Komm, sucht euch doch gegenseitig. Ja, so ist gut. Okay, so. Oh, der hat ihn schon. Okay. Gut. Nächste Wette natürlich. Drei Mannschaften, je ein Kämpfer. Okay. Ich reite erstmal weg. Oh. Uff. Okay. Komm schon, hör auf. Und jetzt im Vorbeireiten. Ah! Komm schon. Könnt ihr euch nicht gegenseitig hauen? Das wäre doch zum Vorteil aller. Wow. Guter guter Schuss, wollte ich sagen. So, und jetzt. Oh. Jawohl, ja. Habe ich die Chance einfach mal genutzt. So, wieder eine Wette. Zwei Mannschaften, je zwei Kämpfer. Okay, das ist nice. Das geht. Ja, klar, vor allem. Was ist das für eine Pfeife? Scheiße, wie mache ich denn das jetzt? Ach, der König persönlich ist hier. Na, super. Oh, Mann. Wie soll ich die jetzt denn kriegen, bitteschön? Au, der hat gesessen.
Boah, das wird natürlich jetzt ein Kampf. Jetzt muss ich mir echt ehrlich gesagt überlegen, wie ich das jetzt am blödsten mache. Die dürfen mich nicht treffen mit ihrer blöden Lanze. Ich kann die aber auch nicht ausmanövrieren. Das ist das Blöde. Scheiße, wie mache ich das? Ah, jetzt. Zumindest kann ich dich jetzt kriegen. Yes. Nein, 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 nein. Block, block, block. Jetzt habe ich dich. Jetzt entkommst du mir nicht. Yes! Oh, oh Gott, ich habe meinen König bewusstlos geschlagen. Das gibt bös Ärger. Okay. So, wer sind die letzten Teilnehmer? Graf Rafark. Okay. Gut, dann kämpfen wir jetzt. Und das wird jetzt ein alles entscheidendes... Oh, wo ist er? Ach, dass der immer auf der anderen Seite spawnen muss. Okay, jetzt schön in die Kurve rein und... Ha! Ich muss ihn irgendwie dazu bringen, dass er gegen die Wand reitet. Oder irgendwie so. Ich weiß noch nicht genau wie. Ja? Ja, komm, 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 komm. Yes! Oh, der hat gut getan. Und damit sind wir mal wieder siegreich in diesem Turnier. Wir erhalten 19 Ansehen. Und unsere Beziehung zu Pravin hat sich verbessert. Oh, das ist natürlich auch gut. Wir gehen nochmal ganz kurz zum Festmahl. Einfach nur mal zu gucken, ob der König dazu noch was zu sagen hat. Die haben ja auch mit teilgenommen, oder? Ja, okay, aber der hat jetzt nichts dazu zu sagen. Nö, der hat auch nichts dazu zu sagen. Okay, gut. Aber sehr schön. Wir haben wieder Geld gemacht. Das ist alles gut. Mir fällt gerade auf, wir haben in Pravin noch gar kein Land. Also keine Fabrik oder irgendwas. Ach ja, ich weiß auch wieder warum. Weil ich hier den Gildenmeister nicht gefunden habe. Weil ich keine Ahnung habe, wo der sein soll. Ich habe wirklich hier noch keinen gefunden. Ich weiß nicht, wo er ist. Es wurde zwar gesagt, er sei hier irgendwo, aber ich habe ihn ehrlich gesagt wirklich noch nicht gefunden. Deswegen habe ich hier noch kein Land. Beziehungsweise keine Festung halt. Ah, Festung, Mensch. Ihr wisst, was ich meine. So, hier ist so der Pferdehändler. Nee. Warte mal, ich würde hier die Stadt. So spare ich mir das da, dass ich da vorne um die Ecke gelaufen bin. Aber hier irgendwo soll der Gildenmeister sein. Aber ich habe ehrlich gesagt wirklich noch keinen hier entdeckt. Ich weiß nicht, ob das ein schlechter Scherz ist. Normalerweise stehen die, glaube ich, hier. Aber hier ist ja keiner, wie ihr seht. Deswegen, entweder ist es ein Bug oder ich habe einfach Pech. Oder weil Pravin meine Anfangsstadt war. Wahrscheinlich deswegen. Bin mir allerdings auch nicht sicher, ob das damit was zu tun hat oder nicht. Könnte sein, könnte nicht sein. Ein Städter. Hallo Städter. Nee, hier sieht's auch nicht so unbedingt nach Dings aus. Gefängniswache. Der sieht echt gut aus. Also ich meine jetzt Dings von der Rüstung her und so. Weil klar, wir sind auch nicht zu verachten. Allerdings hätte ich schon gerne eine massivere Rüstung, das gebe ich zu. Aber hier ist, wie gesagt, hier ist kein Gildenmeister irgendwo. Deswegen wundert es mich. Es sei denn, er ist es. Hi, Wallig. Am Arsch der Welt. Am Arsch der Welt. Ich guck mal. Profit auf null. Ah ja. Okay, also eine Mühle wird es schon mal nicht. Eine Brauerei. 31 Dinare. Ups. Nein. So. Okay, also eine Mühle oder Brauerei wird es nicht. Eine Gerberei. 67 Dinare. Na Mann, scheiße. Okay, eine Weinpresse. Minus 54. Wow. Ach, verdammt, ich drück zu schnell. Eine Ölpresse? Profit von 72.
Das ist... eine Schmiede. Aha. Ein Profit von 324 und kostet 3500. Das ist eigentlich voll das Schnäppchen. Okay, also eine Schmiede ist auf jeden Fall... mit den... so, was haben wir? Weberei. Kostet 10.000, bringt allerdings auch 508 Profit. Allerdings, ja, das hält sich nicht die Waage. Das hält sich ehrlich gesagt nicht die Waage, da ist eine Schmiede besser. Und das sowieso nicht. Nee. Ich glaube, es wird die Schmiede. Ja, ich glaube, es wird einfach die Schmiede. Ja, das ist das beste Angebot hier. Ist einfach so. Die Schmiede kostet relativ wenig und bringt... ja, 324 ist eigentlich schon mal okay. Kaufen wir hier noch eine Schmiede und gutes. So. Gut, das heißt, vor allem die 3500 Dinare, die haben wir ja gerade schon durch Wetten eingenommen. Also haben wir jetzt sogar immer noch ein bisschen Plus gemacht. Und sogar noch einen neuen Betrieb dazu. Besser kann es doch gar nicht laufen. So, ich verabschiede mich jetzt erstmal und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Also bis dahin, macht's gut und ciao.